Ja, moin zusammen. Der Sommer ist endlich da. Wir hoffen, dass er bleibt. Sieht gut aus. Das ist übrigens Resteverwertung, ne? Reifen als Beete. Hochbeete. Ein bisschen Gemüse. So. Wir hatten das Problem, dass wir, beziehungsweise ihr habt gar nicht das Problem, ich habe das Problem, dass diese Klemmmutter über den Jordan gegangen ist. Ich denke mal, ich werde da was Neues bauen und das dann hier einkleben. Ja. Gehe mal davon aus, dass ich da eine Blechspange bauen werde. Auf normale Karosserieschraube werde ich dabei verzichten wahrscheinlich und eine normale Mutter reinsetzen. Normale Mutter dahinter und eine entsprechende Schraube. Mutter. Hier sind Muttern. Mutternschrott. Sowas hier zum Beispiel werde ich da aufsetzen. Ja. Das ist wesentlich langlebiger. Ja, ich weiß, ich verlange das auch gar nicht, dass in der Produktion sowas gebaut wird. Aber man kann es ja verbessern, wenn man es gerade da hat. Die finde ich gut, die Mutter. Ist immer ganz praktisch, solche Sachen aufzubewahren. Ja, das ist manchmal eine Rettung. So, die muss ich wahrscheinlich ein bisschen flacher machen. Ist aber, denke ich, kein Problem, dass ich die hier reinkriege. Ja, ein bisschen runternehmen. Und die Scheibe gefällt mir. Ganz ohne Zweifel. Aber man kann sie ein bisschen dünner machen, ohne das Gewinde großartig zu beschädigen. Ja, ein bisschen runterfeilen. Ist auch nicht viel, was da fehlt. Ne, ist wirklich nicht viel. Sondern muss damit rechnen, dass wir auch noch ein Blech da draufsetzen. Und zwar würde ich die Blechspange quasi so rumsetzen, auf die Rückseite die Mutter mit kleinen Punkten festschweißen. Ja. Lege ich mal los. Ja. Im Grunde genommen ist das nur ein Stück Blech. Einmal um die Ecke gebogen sozusagen. Die Mutter, wie man sieht, reduziert. Ganz vorsichtig mit wenig Leistung aufgeschweißt. Wenn man Muttern irgendwo aufschweißt, bitte ein Gewinde reinstecken bzw. eine Schraube reinstecken. Ist schon doch an einiges an Hitze. Ja. Von hier aus wird es verschraubt sozusagen. Ne? Schnell runternehmen das Ding. Da kommt da raus los. Ja. Muss ich gleich noch den Clip da anpassen. So sieht er jetzt am Ende aus. Der kommt jetzt hier drauf. Noch ein bisschen hier rüber. Ah, Mann. Fusseliges Ding. So, und jetzt kann man hier durchschrauben, hat auf der anderen Seite die Mutter. Das Plastik nehme ich noch ein bisschen weg. Die Position passt allerdings. Irgendwie fokussiert er heute nicht. Keine Lust. Ja, jetzt kann man durchschrauben, hat auf der anderen Seite eine Mutter. Kann mit Fett verschrauben. Das ist das Gute. Man kriegt es auch wieder los. Nicht, dass ich jetzt hoffe, dass das Ding ständig auseinandergebaut werden muss, aber ist schon ganz praktisch, wenn man die Stoßstange abnehmen muss. Dass man auf der anderen Seite. Das wird so halten. Das wird so passen. Das ist stabiler als vorher. Und letztendlich kann man die jetzt durchschrauben, wenn das Plastik jetzt weg wäre. Und wie gesagt, das muss noch ein bisschen weg. Aber letztendlich. Ja, guckt man in die Mutter.
Und dann hat sich das. Ja. Na gut, die Schraube wird da jetzt nicht reinkommen. Die ist ein bisschen sehr lang. Und gleich mal eine finden, die passt. Ja. Ja. Auf der anderen Seite dürfte auch ein Loch sein. Ja. Da kann man direkt durchschrauben. Sieht gut aus. Ist keine Schönheit, aber ne, funktionsfähig. Und darum geht's. So, gerade mal die erste Anprobe gemacht. Ich denke, der Anzug sitzt. Spaltmaß. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen kann er noch. Hier vorne ist er noch nicht verschraubt. Das passt ganz gut. Kofferraumdichtung ist drin. Gerade mal die Birne ausgetauscht hier. Ja, hier sieht es auch gut aus. Ja, wie gesagt, muss noch verschraubt werden. Ne? Also ich bin gerade am Anpassen, dass das zueinander passt. Ansonsten, Spaltmaße sehen gut aus. Leuchte leuchtet. So, jetzt muss ich nur noch den krummen Pin vom Kofferraum. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Sieht man bestimmt. Der ist ein bisschen weiter rechts. Seht ihr das? Deshalb schließt der Kofferraum nicht vernünftig. Den muss ich jetzt noch einstellen. Die sind einstellbar, logischerweise. Wenn ich den jetzt zumache. Ja, es ist schon besser geworden durch das Richten. Oh, es geht eigentlich. Nee. Schließt wunderbar. Hier passt das gut. Hier ist das gleiche Spaltmaß. Hier passt das auch gut. Nee, ich denke, das passt gut zueinander. Na, so ein bisschen weiter nach rechts, links könnte sie. Da das Spaltmaß, ne? Und dann hier das Spaltmaß. Das ist eine individuelle Sache. Ich weiß nicht, wie die Dinger im Werk gerichtet werden. Meine Frau hat damals bei Opel gearbeitet. Während des Studiums am Band. Ja, also die werden auch mal eben kurz rübergeruckt. Wenn es denn gerade werden soll. Ne, ein bisschen weit rechts ist er. Wenn man euch sich die beiden Schweißpunkte hier anguckt. Die sind so ziemlich, vielleicht nicht auf der gleichen Höhe, aber an der gleichen Stelle. Da sieht man, dass der Kofferraumhaken ein bisschen zu weit auf der rechten Seite ist. Ich glaube, das ist das Schließproblem. Das Schließproblem, der schließt. Ne? Aber nicht richtig, das ist das Problem. So, jetzt schließt er richtig. Man muss schon richtig zuknallen. Und dann, ja, genau das ist das Problem. Ne? Jetzt ist irgendwas umgefallen. Ja, egal. So. Das Öffnen ist eigentlich das Problem. Ne? Mhm. Ja, also man muss jetzt runterdrücken, damit er sich öffnet. Also ich denke wirklich, dass dieser Zapfen ein bisschen rübergerutscht ist. Das mit dem Spaltmaß passt eigentlich so. Insgesamt gesehen passt das. Sehr gleichmäßig. Mal hier nochmal gucken. Auch hier. Passt das. Ja. Ich denke, wir müssen es einfach so lassen, ne? Ist auch im Bereich von gleich. Ich nehme mal gleich einen Messschieber und werde das mal ausmessen. Mal gucken. Wahrscheinlich drückt der Zapfen jetzt. Stimmt, der ist zu weit rechts, klar. Dann ist hier die kleinere, das kleinere Spaltmaß und hier das größere. Der drückt die Platte darüber, die Klappe nach rechts. Sicher. So, jetzt haue ich da drauf, dann geht das auf. So, wenn ich den jetzt gerade setze, müsste eigentlich das Spaltmaß gesamt gesehen wieder nach links ausgleichen.
Ich glaube, die Höhe stimmt. Der lässt sich, wenn man die beiden Schrauben hier löst, lässt er sich rauf, runter, hin, her, lässt sie überall hinsetzen. Die Höhe passt. Also in die Richtung brauchen wir nicht. Wir müssen ein bisschen darüber. Man sieht es doch schon extrem. Finde ich. Rechts ist viel weniger Platz als links. Und rechts ist auch das engere Spaltmaß als links. Stimmt. Ja. Ein Riesentorx. Mal gucken, wo ich den finde. Bin ich gleich wieder da. Ja, moin. Montag. Bin, wie man sieht, im Land Rover. Nicht beim Astra. Jetzt müssen wir erstmal den Mercedes aus Börnsen abholen. Der läuft wieder. Schicker Kaltstart. Ja, da steht der andere Lendi. Ja, die gute Frau kriegt jetzt den Mercedes. Den wollte sie von Anfang an. Er hat den schwarzen gekriegt, jetzt will sie den silbernen. Also kriegt sie den. Das bedeutet, der muss aus Börnsen abgeholt werden. Und einmal durchschauen. Die Sitzlehne muss repariert werden. Die elektrische Sitzlehne funktioniert nicht. So, mal gucken, wie gut ich am Hänger einparken kann. Werden wir jetzt sehen. Ja, sieht schon ein bisschen traurig aus da. Wäre ein bisschen höher gewesen. Hätte es gepasst. Sowas von schön. Ja. Wollen wir gleich mal gucken. Rasen ist auch schon gemäht. Ja. Ja, ich muss da hinten auch noch die Nordseite der Wiese freikriegen, weil da kommt ein Sichtschutz hin. Ja. Ich habe mich gegen Eintritt entschlossen. Ich mache einen Sichtschutz dahin. Wird auch der Anfang von einem Unterstand. Das sind kräftige Stahlträger. Ja. Ansonsten. Ja, dieses Gegaffel geht mir auf die Nerven. Naja. Zumal die Leute sich immer wund wählen bei Umweltamt, Polizei und weiß der Geier wo. Nicht, dass sie es nicht versucht hätten, aber das Umweltamt war 3 oder 4 Mal hier. Die haben es aufgegeben. Finden einfach nichts. Wie gesagt, ich weiß schon, was ich mache. Ich mache das schon länger. Oh, ich brauche ein neues Rad. So. Stecker mache ich gleich dran. Der ist fest. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in Börnsen wieder. Darf ich vorstellen? Rüdiger Raupe. Fester Bestandteil des Grundstücks, Rennraupe, wie man sieht. 30 cm in unter 30 Sekunden, das ist schon eine Hochgeschwindigkeitsraupe. Ja, die nisten sich gerne in Weiden ein, verpuppen sich und werden irgendwas. So viel zu der Biologie, habe ich alles voll drauf. Ja, wollte ich nur mal kurz vorstellen.
denke, das kennt ihr vom letzten Video, wo wir in Börnsen waren. Wir sind gleich da. Wie man im Video jetzt gesehen hat, Gegend haben wir hier genug. Aber Niedersachsen besteht ja aus Gegend. Ja. Okay. Wollen wir das Ding gleich mal aufladen. So, jetzt sieht man den wesentlichen Unterschied. Der Wagen geht so gut wie gar nicht mehr in die Knie. Obwohl der Mercedes ziemlich weit vorne steht. Das ist ja, eine andere Hausnummer als die Geschichte vorher. Da hing er wirklich komplett in den Knien. Ja. Daher Schwerlastfedern. Ne? So, der Mercedes ist zu Hause. Ich glühe hier gerade schon mal ein bisschen vor. Und zwar hat Mercedes ja das Problem gelegentlich, dass diese Sensorschlüssel nicht angenommen werden. Der Wagen läuft, springt manchmal an, springt manchmal nicht an. So. So ziemlich ausgeschlossen, dass es eine mechanische Komponente ist. Anlasser etc. läuft. Ich glaube, dass hier... Das zieht ja nicht mehr scharf. Ich glaube, dass hier diese Kollegen hier sich entlötet haben durch Vibration. Da hängt einiges drauf. Wie gesagt, mal springt er an, mal springt er nicht an. Man könnte jetzt experimentieren mit Kältespray und so weiter. Föhn, Kältespray, ja. Wird aber am Ende nicht viel bringen, weil... Was will man rausfinden, ne? Am Ende findet man raus, dass irgendwo eine kalte Lötstelle ist. Ja. Das Ding habe ich, wie gesagt, beim Discounter gekauft. Empfiehlt sich immer. Ich habe hier noch einen Elektronik-Lötkolben für Makro. Aber den brauche ich wohl nicht bei dem Fall. Ja. Lötdraht in mikroskopisch klein. Und ganz wichtig für solche Geschichten, nicht einfach nachlöten. Das alte Lot raus. Funktioniert folgendermaßen. Das wird erhitzt. Dann wird die hier gespannt. Das wird aufgesetzt. Und das Lötzinn wird abgesaugt. Ja. Das ist nicht mürbe geworden, weil es so frisch ist. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt auf die Reihe kriege, dass ich das filme. Mal schauen. So, jetzt habe ich meiner Frau das Stativ geklaut. Das nimmt sie normalerweise für ihre Kräutergeschichten. Ja. Pflanzenbestimmung etc. etc. Meine Frau hat auch einen Kanal. Ist noch nicht so wahnsinnig viel los. Soll aber in Kürze ein bisschen mehr los werden. Also ein bisschen mehr passieren. Wir haben in letzter Zeit nicht mehr viel gemacht, aber das wird sich wie gesagt ändern. So. Angeblich laut Anzeige ist dieser Lötkolben jetzt heiß. Dann wollen wir mal gucken. Ist schon mal frei. Hat man das gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist zu klein. Ich habe auch keine Ahnung, wie man auf Makro Videos aufnehmen kann. Entschuldigung. Komm gleich wieder. So. Jetzt ist das Ganze ziemlich frei von dem alten Lot. Sieht man es? Sieht man. Erste.
Zweite. Schon ganz geil das Ding, aber ein bisschen klobig auf so einer kleinen Platine. Ich denke, das war jetzt sehr, ist jetzt sehr formschön geworden. Ich bin sehr stolz auf mich. Das sieht doch sehr werkmäßig aus, ne? Ja. Hier nochmal von da. Ich muss das, glaube ich, das Licht anmachen, dann funktioniert es ein bisschen besser. Ja, ich denke, das sieht ein Stückchen besser aus. Sonst habe ich keine auffälligen Dinger gefunden. Wie gesagt, das hier ist die Spule, der erkennt den Schlüssel, etc. 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 Ja. Mehr als die habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Ich werde jetzt mal testen, ob der Schlüssel. Den Schlüssel nimmt er an, der schaltet doch alles frei, aber er betätigt den Anlasser nicht. Und da muss wohl irgendeine Leitung, und die geht wohl hier raus und kommt hier durch. Ja. Das war jetzt der erste Versuch. Ich löte mich einfach so lange durch, bis es funktioniert. Oh, da steht das gute Stück. Ein schickes Fahrzeug. Ja, oh, mal schauen. Hier ist noch alles zerlegt unten. Oh Gott, oh, immer diese kleinen Wagen. So, das ist das Ding, was die hier eingebaut haben, das funktioniert mal so gar nicht. Ja. Jetzt muss ich den ganzen Steckerkram wieder dran popeln und da hole ich euch gleich wieder. So, da unten hängt das Ding jetzt. Hier haben wir einen Schlüssel. Wie man hört, er akzeptiert ihn. Ist das blöd unten. So, Zündung. Ja. Ja, und dann verließen sie ihn. Alles fährt hoch. Es gibt auch noch die Möglichkeit, den wegzubringen für eine Reparatur, aber wir testen das jetzt erstmal. Vielleicht geht es ja so. Auch wieder Geld, Aufwand und Zeit. Ja, Schlüssel funktioniert auch. Okay, also wieder zurück. Tja, funktioniert immer noch nicht. Naja, ich habe heute ehrlich gesagt keine Lust, da großartig noch dran rumzudoktern. Immerhin haben wir jetzt einen Kilometerstand. 228.000 Kilometer darunter, also 229.000. Ja. Sitzheizung haben wir. Park Distance Control vorne und hinten haben wir. Klima. Ja. Das geht. Entschuldigung. Ja. Ich werde da morgen ganz in Ruhe gucken. Ich muss mich mal schlau machen, beziehungsweise ein paar Leute anrufen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Elektronik zu überholen. Wie gesagt, das ist ein bekanntes Problem. Diese bei anderen Autos sind es die Zündanlassschalter. Hier ist es halt dieser Sensorschlüssel bzw. sein Schloss. Der funktioniert auch. Ne? Also, wie man hört, er schaltet frei. Schaltet die Zündung ein. Aber dann verließen sie ihn. Zündet nicht. Müsste eigentlich automatisch zünden, beziehungsweise den Anlasser betätigen. Ja. Aber wie gesagt, das ist, kann auch noch einer der vielen Fehler sein, die der Vorbesitzer da mitbezahlt hat. Es ist halt alles
nicht so ganz so schön gelaufen bei dem. Ja, naja, aber mit 228.000, 229.000 Kilometern ist er ja knapp eingefahren. Der Motor hier ist, das ist ein 2004er übrigens. Ja, das ist, oh Mann, hier die Haube aufzukriegen, ohne dass das Ding verankert ist, ist eine Kunst. Ja. Ah, da ist sie auf. Verdammt. Die Abdeckung vom Motor habe ich runter erstmal. Wie gesagt, das ist ein 2004er, der hat schon einen Facelift-Motor drin. Ja. Erkennt man hier oben an dem elektronischen AGR-Ventil. Hier unten ist jetzt gerade auf. Ich werde die Batterie erstmal laden. Er hat jetzt die ganze Zeit da doof rumgestanden. Ja. Wollen wir mal gucken, was er sagt. Ich habe ihn ja auf den Anhänger drauf gefahren, ne? Also er lief. Hat nur hier und da hat er so ein paar Zuckungen im Zündschloss, die das nicht ganz mitmachen möchten. Ist aber wie gesagt kein Beinbruch. Ja, das ist im Allgemeinen alles für heute, denke ich mal. Ich werde nachher das Video fertig machen und hochladen. Was der hier garantiert braucht, ist einmal eine komplette Inspektion. Das Kühlmittel kommt raus. Öl definitiv kommt raus. Ja, Standschaden wollen wir da nicht haben. Das müffelt hier auch schon 1000 Jahre drin rum. Das muss auch gespült werden und zwar ohne Ende. 2 Jahre Stillstand, ohne dass das Ding gelaufen ist. Ja. Das mag so ein Auto nicht. Ja, ich denke, ich werde für heute zum Ende kommen. Ein wunderschönes Wetter. Ich genieße das richtig. Nach dem ganzen Regen in letzter Zeit. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.